Stadtteil Schulen integriert werden. Vorschläge für Antworten auf diese Fragen sollen Vertreter vor Ort selbst erarbeiten. Heute hat ein großer Beteiligungsprozess gestartet. In insgesamt 22 Schulregionen. Zur Stunde konstituieren sich die ersten Konferenzen. Demokratie macht Schule. Es ist der Start einer großen Schulreform, wie in Hamburg seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Beispiel Gymnasium Grotmoor in Bramfeld. Hier sind vor 2 Stunden Betroffene der Region Steilshoop, Farmsen-Berne und Bramfeld mit Bildungssenatorin Götsch zur Regionalkonferenz zusammengekommen, um die Zukunft ihrer 16 Schulen zu beraten. Ich möchte auf der einen Seite, dass die Region gut versorgt ist. Ich möchte die Vorstellung einer eigenen Schule in den Raum werfen und hoffe, dass wir gemeinsam zu einer sinnvollen und für die Region ertragreichen Lösung kommen. Meine Meinung jetzt ist so, dass ich das nicht so gut finde, dass die Kinder bis zur 6. Klasse auf der Grundschule sind, aber vielleicht ist es auch im Endeffekt positiv. Wir sind selbstverantwortete Schule und sind von daher schon mit in Zusammenarbeit mit Gesamtschulen und Grund- und Haupt- und Realschulen. Aber hier ist es ja nochmal in der Region eine Vernetzung und das wird spannend werden. Insgesamt hat die Behörde 22 Schulregionen festgelegt, die jeweils zwischen 9 und 28 Schulen umfassen. Anders als bei früheren Schulentwicklungsplanungen gibt es keinen fertigen Behördenentwurf. Erst sollen die Beteiligten vor Ort ihre Vorschläge entwickeln. Die Konferenzen setzen sich zusammen aus Schulleitern, Lehrern, Eltern und Schülern sowie Vertretern der Kitas und des jeweiligen Bezirksamtes. Der Beteiligungsprozess ist ja so organisiert, dass alle auch die Daten der Behörde zur Verfügung haben, die Raumdaten, die Schülerströme. Also es wird ernsthaft mit diesen Grundlagen gearbeitet, sodass die unterschiedlichen Interessen sicherlich da sein werden. Aber es ist ein moderierter Prozess mit einer Profimoderation, mit den regionalen neuen Schulaufsichten. Manche geben der Mega-Reform schon im Vorfeld eher schlechte Noten. So hat der Norddeutsche Unternehmensverband für Groß- und Außenhandel eine Blitzumfrage gestartet und herausgefunden, dass 63% der befragten Unternehmen die 6-jährige Primarschule ablehnen. Wir befürchten, dass durch die Einheitsschule in Klasse 5 und 6 das Niveau des Abiturs sinken wird. Man nimmt in Klasse 5 und 6 den leistungsstärkeren Schülern Chancen, ohne den Schwächeren etwas dafür zu geben. Ich halte das für überhaupt nicht belastbar. Dann müssten ja in der Schweiz und Niederlanden ganz schreckliche Abiturergebnisse da sein, was ja nicht der Fall ist, die ja alle erst nach Klasse 6 bzw. 7 trennen. Und es geht ja um eine starke Entwicklung schon in der Primarschule. An deren Einführung ist sowieso nicht mehr zu rütteln. Vielmehr wird es in den Regionalkonferenzen darum gehen, bis Mai nächsten Jahres Empfehlungen unterschiedlicher Schulstandorte zu entwickeln. Es sollte mal ein netter Termin in Sachen Elbphilharmonie werden.